Man nennt sie die Eiserne Nonne. Madonna Boder hat als bislang älteste Frau einen Ironman-Triathlon ins Ziel gebracht. Mit 81 Jahren hält die Schwester aus dem US-Bundesstaat Washington beeindruckende 5 Altersrekorde bei einer der härtesten Ausdauersportarten. Auch in Kanada ist sie dabei. Andere Menschen zu ermutigen, das sehe ich als meine Aufgabe. Wenn sie es schafft, dann gibt es auch Hoffnung für alle anderen. Ihre kürzlich erschienenen Memoiren geben vielen zu denken. Die jüngsten Teilnehmer im Feld sind 18 Jahre alt. Der Altersunterschied zwischen dem Jüngsten und dem Ältesten beträgt also 63 Jahre. Sie spornt nicht nur Frauen an, sondern auch Männer, eine solche Herausforderung anzunehmen. Schwester Madonna hat ihre sportliche Leidenschaft erst spät entdeckt. Ihren ersten Ironman hat sie mit 55 absolviert. Damit ist sie so lange auf der Schwimm-, Rad- und Laufstrecke unterwegs wie kaum ein anderer. Bei meinem ersten Ironman im letzten Jahr habe ich die ganze Zeit an sie gedacht. Sie ist so begnadet und das ist sehr, sehr inspirierend. Noch will die eiserne Nonne ihren Neoprenanzug nicht an den Nagel hängen. Nach einer außergewöhnlichen Sportlerkarriere rückt Schwester Madonnas letzter Triathlon aber unweigerlich näher. Der nächste Ironman wird wohl mein letzter sein. Zu glauben, ich könnte das ewig machen, wäre wohl doch ein bisschen vermessen. Wer sich durch den Ironman Kanada kämpft, ist am Ende 3,8 Kilometer geschwommen, 180 Kilometer Rad gefahren und einen Marathon gelaufen. Das eiskalte Seewasser, die Hitze der Wüste und gnadenloser Gegenwind bringen die Teilnehmer an ihr Limit. Schwester Madonna weiß, dass sie ihre Grenzen erreicht hat. Doch die sportliche Seniorin ist sich sicher. Nach ihrer Triathlon-Karriere wartet eine neue Herausforderung auf sie.